nicht. So, speichern und dann wieder drauf da, wa? Immer fest drauf. Ist noch ein Roboter? Nee, ne? Hallo? Guten Tag. Bin der Neue. Okay, ich muss weg. Hab ein bisschen reingewämst und dann war Feierabend. Mach mal ihn hier. Alles klar. Junge, Junge, Junge. Da habe ich aber gerade schön den Stereopan in die Fresse bekommen. Alter, die kosten mich aber Tränke, Junge. Wäre schön, wenn Kai auch mal was machen würde. Aber offensichtlich ist die jetzt friedfertig geworden. Steht doch wohl nicht mehr so aufs Kämpfen. Puh. Kaya, ich habe echt mehr von dir erwartet. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Muss ich mal so sagen. Oh. Der macht Yoga. Der macht Yoga, hundertprozentig. Oder der muss heftig einen abknattern. Jetzt so schön. Guck mal, der schläft nur. Der hat sich's gemütlich gemacht. So hat mein Junior auch immer geschlafen. Ist halt bequem. Der Kackvogel ist tot. Deswegen haben die alle hingeglotzt, wa? Ach ja. Oh, verschlossen. Zu einfach. Ja, ein bisschen. Wow. Hat gar nicht angezeigt, wie schwer die Truhe ist. Hey, my friend. Do you want pounds, Maul? Mach mal schnell, ne? Commander? Ich bin auch Commander. Hallo, Commander. Hat einer einen Flammenwerfer? Moment, ich komme. So rollen die sich eigentlich mal ran. Das ist taktisch unklug. Du kommst quasi außer Rolle raus und kriegst direkt ein Schwert ins Gesicht. Easy. Ja, ja, komm. Ist ja gut. So, Kardec auch tot. Alle tot. So, die Jungs, die hier hinten stehen, die räumen wir auch gleich noch ab. Keine Sorge. Die schnappe ich mir auch gleich. Nicht da irgendwas? Da. Da liegt was. Das schnappe ich mir. So. Mit 3 O. Ich gucke zwischendurch immer so darüber, um zu sehen, ob ich beim Sprechen noch laut genug bin. Aber das müsste jetzt langsam passen. Ich brauche, glaube ich, nicht mehr paranoid sein. Oh, den habe ich übersehen. Und dann nehme ich auch noch irgendwas. Hacken. Mit Timer? Mit Timer, natürlich. So, kleiner, größer, kleiner. Also 4, 1, 5, 3. Okay, 5 ist richtig, 3 ist an der falschen Stelle. Dann mache ich mal 7, 3, 2. Geht doch. Geiler Typ. Amulett Schleichers. Ich kenne das Amulett des leisen Schleichers. Spruch Geistgestalt und 6. Sinn. 6. Sinn habe ich ja geskillt. Brauche ich nicht mehr. Ich höre hier einen Rombo. Oder nicht? Oder sind die Jungs da draußen? Ruf sie mit ihr Brüll. Hey, my friendos. Hier liegt ein bisschen Elex rum. Hallo. Ah, in der Ecke steht auch noch einer. Versteckterweise. Tschüss. Alles klar, das war's. Kampfmaschine neutralisiert. Sehr gut, Commander. Sehr gut.
Ja, so, so gefällt mir das dann eigentlich schon sehr gut, ne? So, du bist am Anfang, bist du so richtiger Bob. Kannst es halt mit niemandem aufnehmen. Und jetzt so zum Ende hin so, ich mache euch alle platt. Da kenne ich nichts. So, das Ding habe ich. Neue Steuerdüse habe ich. Bewährungsprobe müssen wir noch machen. Machen wir die erstmal, oder? Die Separatisten werden zum Problem. Auf der einen Seite sind sie gegen die Elexitoren, aber auf der anderen Seite sind sie immer noch Alps. Wenn sie uns in den Rücken fallen, sind wir erledigt. Ich muss sie dazu bringen, uns zu unterstützen. Sollte ich das nicht schaffen, müssen wir sie aus dem Spiel nehmen. Das Risiko ist einfach zu groß. Ja, das stimmt. Also die sind gegen die Alps und gegen die Elexitoren, aber die wollen auch nicht ihre eigenen Leute umbringen. Ist also nicht ganz so einfach mit denen, ne? Deswegen, also ich möchte die eigentlich nicht aus dem Weg räumen, weil ja unser Pseudopapa damit bei ist. Die sollen sich am besten einfach dann nicht einmischen. Wenn sie nicht mit uns kämpfen, dann sollen sie einfach gar nicht kämpfen. Das klingt doch nach einem Plan. So finde ich das zumindest. Und zwar nicht unbedingt nach einem schlechten Plan, sondern eher nach einem guten. Guten Tag. Könnten hier gleich ein paar Probleme bekommen. Ich will die nicht alle machen, wirklich nicht. Ich hoffe, ich kann die dazu überzeugen, hier keine Scheiße zu bauen. Wo ist Papa? Hier ist Papa, ne? Papa? Wo ist er hin? Separatist? Der ist weg. Separatist? 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 Sag mal, wo ist mein Papa hin, du? Du Schlumpf, du. Hast du meinen Vater gesehen? Ich dachte, er wäre mit dir unterwegs. Naja, er taucht bestimmt bald wieder auf. Inakzeptable Antwort. Ich werde den Eispalast angreifen. Du hast Großes vollbracht. Was meine Agenten mir über deine Fortschritte berichten, ist beeindruckend. Doch wie steht es um deine Gesinnung? Was meinst du? Nach dem, was ich so höre, scheinst du dir noch nicht sicher zu sein, für welche Seite du dich entscheiden wirst. Kämpfst du nun gegen den Hybriden? Oder ist dein Beweggrund immer nur noch deine Rache an den Elexitoren? Die Alps müssen überleben. Aber spielt das denn eine Rolle? Die Alps bedrohen die freien Menschen. Und es ist nun mal so, ne? Alles Elex dem Hybriden. Wenn die freien Menschen nicht mehr sind, dann wird der Hybrid die Alps aussaugen. Weil der, glaube ich, so ein bisschen... Der ist, glaube ich, so ein bisschen gefangen in seinem Psycho-Wahn-Scheißdreck. Deswegen wird das nicht funktionieren so. Aber die Alps müssen auf alle Fälle überleben, weil wir können ja kein ganzes Volk auslöschen, oder? Die Alps müssen überleben. Und so wie es momentan aussieht, ist unser Volk am Rande der Zerstörung, wenn wir nicht eingreifen. Ah ja, interessant. Doch wie steht es um den Hybriden? Wirst du nun zulassen, dass er weiterhin die Geschicke der Alps kontrolliert oder nicht? Denn bedenke, wir werden nur an deiner Seite stehen, wenn du auch unsere Interessen vertrittst. Andernfalls wirst du die Konsequenzen tragen müssen. Nichts, was ich bisher draußen fand, hat je meine Loyalität zum Hybriden verändert. Nein. Der Hybrid muss weg. Definitiv. Weil dann können die Alps frei entscheiden, was sie machen. Und vielleicht wollen sie ja keine Alps mehr sein oder vielleicht wollen sie kein Elex mehr benutzen. Aber wenn die Alps zum Problem werden, trotz dessen, dass der Hybrid weg ist, dann müssen die Alps halt leider auch weg. Moment mal. Was genau willst du mir damit sagen? Von deiner Antwort wird abhängen, ob wir an einem Strang ziehen oder ob wir uns in Xarkor als Feinde gegenüberstehen werden. Also überlege dir gut, was du nun antwortest. Der Hybrid muss weg. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Nun gut.
So könnten wir eine reelle Chance gegen unsere Widersacher im Eispalast haben. Wir sind dabei, doch muss ich erst noch einige Vorkehrungen treffen. Wir sehen uns im Xakor, Jax. Der Sieg wird unser sein. Aber nun beeile dich und erledige deine letzten Aufgaben. Die Zeit rennt. Nicht schlecht. Diese Entscheidung wird weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. Der Hybrid muss weg. Daran ist nichts zu rütteln. Aber die Alps müssen trotzdem überleben, weil ganz ehrlich, letztendlich sind die Alps auch nur von anderen, vom Hybriden gesteuerte. Beziehungsweise die Elexitoren werden vom Hybriden gesteuert und die Alps befolgen letztendlich nur Befehle. Können halt selber nicht klar denken, weil keine Gefühle und so. Aber wo ist denn mein Papa? Und warum ist hier ein Patron? Hallo, le Patron? Oh, sogar ein böser. Ein schwerer böser. Aua. Hallo. Weg da. Hey, jetzt geh doch nicht auf mich, geh auf Kaya los. Hab ich gern gemacht, Kaya. Junge, der war aber ein bisschen aggro, ne? Warum sind die hier? Also, ich meine, so nichts dagegen, aber das war ja ein cyberfizierter Mutanto, ne? Quasi, Mutanto der Clown. Wollen wir mal gucken, was die Jungs da hinten so machen? Wo ist dein Rudel, Junge? Habe ich da schon geschlachtet? Rudelführer ohne Rudel. Traurig. Sehr traurig. Die Frage ist ja, also die Outlaws sind definitiv nicht auf meiner Seite. Die Berserker stehen mit mir, die Separatisten stehen mit mir. Das hier gibt's nicht mehr. Aber besser ist gefallen. Goliath steht auf meiner Seite, Separatisten. Die Outlaws wahrscheinlich eher nicht. Wir können mal gucken. Ist hier ein Händler? Aha. Es wird bald Zeit, den Eispalast anzugreifen. Eier aus Stahl, was? Tja, wenn du ein paar Verrückte gefunden hast, die bei so einer wahnsinnigen Sache mitmachen. Es wird sich kaum vermeiden lassen, wenn wir nicht von der Armee der Alps überrannt werden wollen. Mal sehen. Vielleicht schaue ich mir die Sache sogar an, wie sie euch den Arsch aufreißen. Bis dahin habe ich hier aber noch ein paar Dinge zu erledigen. Also, wenn dann weiter nichts Wichtiges ist... Verschwinde. Ich habe zu tun. Okay. Kurze Frage. Was ist denn mit Nesty? Ist sie wieder hier oder wo ist sie? Ich guck mal, ob ich die finde. Die saß da vorne, glaube ich, rum, ne? Wenn dann? Ja, wenn dann hier. Aber nein. Mach bloß keinen Mist, klar? Alles klar, Ragnar mit verstellter Stimme. Okay. Nesty ist nicht hier. Ihm habe ich Bescheid gesagt. Mehr geht nicht. Ach, der Händler ist der Lagermeister. Der ist aber unten. Dann könnten wir nochmal nach Ignadon. Ignadonski. Einmal in die Kathedrale. Einmal unauffällig Bescheid sagen. Vielleicht helfen die uns ja auch. Man wird denen auch geholfen. Verstehe einer die Kleriker. Sie predigen menschliche Nähe und trotzdem verspüre ich nichts als Kälte. Nur leider ist unser Kumpel Karl-Heinz ja leider gestorben. Ich habe das Gefühl, das war auch unausweichlich. Ulbricht, der hat es hinter sich gebracht. Aber ganz ehrlich, der war so schwach, den konnten wir gar nicht beschützen.
Es ging einfach nicht. Darf ich das benutzen? Ja, gut. Dann möchte ich mir nämlich noch ein paar... das geht nicht. Ein paar Heiltränke machen. Wasserflasche, kleines Heilkraut. Davon mache ich mal. Kleine. Und dann den auch noch. Kleiner Heiltrank. Dann Heiltrank. Nö. Ja. Und ja. Also erstmal davon. Dann große Heiltrank. Ich brauche Schnappes. Schnaps und Wein. Mächtiger, vollständig. Können wir einiges von machen. Aber nicht so viel. Aber ist halt vollständig, ne? Aber brauchen wir, glaube ich, nicht. Schnaps und Wein. Das kippe ich mir rein. Ich weiß auch nicht, wo Nasty ist. Oder ist sie im Lager jetzt? Aber, ja, wie gesagt, Ulbrich konnte man, glaube ich, nicht wirklich retten, oder? Also gefühlt nicht, weil der so schwach war. Den mussten die ja nur angucken, da ist er ja schon umgefallen. Aber vielleicht, wenn ich ihm jetzt was sage, vielleicht bringt mir das ja was. Ich werde bald den Eispalast angreifen. In der Tat. Eine große Aufgabe. Ich wäre gerne dabei, aber wir haben hier unsere eigenen Probleme. Jetzt, da ich der letzte Judikator des Hortes bin, bin ich hier unentbehrlich. Ich hoffe, dein Vorhaben wird glücken. Und wir werden bald die frohe Kunde von deiner Wiederkehr aus dem Eispalast feiern können. Möge Kalan dir beistehen. Ihr habt also andere Probleme als die Erhaltung eurer Rasse. Eures Lebens. Eurer Leute. Aktuell gibt es kein größeres Problem. Ich befürchte aber, die helfen uns nicht, weil die glauben, dass wir scheitern. Was war denn da gerade? Ach, stand da nur, ne? Dann lass uns mal nach Edan. Lass uns mal schnell nach Edan. Da können wir ja noch Ragnar Bescheid sagen. Und dann können wir ja eventuell noch Wein und Schnaps kaufen. Ich gehe erst Wein und Schnaps kaufen. Habe ich eigentlich... Rüstung habe ich... Schnauze. Erzberserker-Rüstung habe ich auch komplett, ne? Ja, Erzberserker-Helm, Erzberserker-Rüstung, Hose und Handschuhe gibt es nicht. Okay. Dann lass uns mal schnell runter in den Laden. Da wir ein paar Pflänzlein gesammelt haben, können wir ein bisschen was basteln. Brauchen wir nur Schnaps und Wein. Und davon nicht wenig. Und irgendwie fehlt das... dieses Clown-Ding, ne? Wo das uns die... Olle da gegeben hat, die wir von der Insel geholt haben. Dafür fehlt uns irgendwie noch eine Quest, ne? Irgendwie habe ich die nicht gefunden. Ich weiß auch nicht, wie ich dafür anquatschen sollte. Ich habe so gar keine Ahnung. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? So, Utan. So, ich brauche Schnaps und Wein. Das tue ich mir rein. Und die Wasserflasche nehme ich auch noch mit. Oder hat auch Heiltränke. Okay. 5000 habe ich noch. Aber brauche ich, glaube ich, nicht, ne? Heiltränke. Nee, kann ich mir selber machen. Lass das lieber bleiben. Lass das lieber bleiben. Tja, mit dem Clown-Ding weiß ich nicht. Müsste ich mal gucken, was damit auf sich hat.
Jo, Werkbank. Jetzt lassen wir mal gucken. Sechs jeder Ausdauer. Dafür führt uns die Gold Rune. Kleiner Heiltrank. Können wir jetzt noch kleine Heiltränke machen? Ja. So. Und dann Heiltränke. Aus Heilpflanzen. Jetzt habe ich die wieder. Jetzt habe ich den ganzen Wein wieder verbraucht, ne? Und dann große Heiltränke. Aus Heiltränken. Und aus denen. Jetzt müsste ich 68, ja, easy. Mehr als genug. Sollte reichen. Fleisch müssen wir uns noch brutzeln. Eine Runde pennen. Wird auch nicht schaden. So, Ragnar. Thorald und ich planen einen Angriff auf den Eispalast. Ja, es wird Zeit. Wir können nicht mehr lange warten. Man berichtete mir schon von Truppenbewegungen in Xakor. Wirst du an Thoralds Seite kämpfen? Sieht ganz so aus. Gut, dann warte ich auf Thoralds Befehl, sodass ich ihm gute Männer mitgeben kann. Ich selbst werde leider hier gebraucht, aber meine besten Wünsche werden euch begleiten, wenn es soweit ist. Magalan den Menschen! Deine besten Wünsche werden bestimmt viele Alps töten. Kann ich gut mit umgehen. Dein Schwert wäre mir lieber, aber hey, warum? Ich meine, dein oberster Chef zieht in den Krieg und du lümmelst hier auf seinem Thron rum. Du Stück Kacke, ey. Ist ja ekelhaft, was mit den Leuten hier abgeht. Bah. Richtig wahr. So, runter zum Feuer. Bisschen Fleisch machen. Und dann können wir zurück zu unserem Lager. So. Dann pennen wir da nochmal eine Runde gleich. Dann müssen wir mal gucken, ob wir die Leute noch mobilisieren können hier. Oh, warte mal, was ist eigentlich mit Leveln? Blutmut Leveln. Ja, haben wir wieder. Stärke. Übernehmen. Dann haben wir Nahkampf. Haben wir noch irgendwas, wo wir rankommen würden? Konstitution, nicht mal annähernd. Konstitution würde gehen. Alter, wir haben 5 Lernpunkte. Ich weiß gar nicht, was ich damit alles machen soll. Ach ja. Schlossexperte könnte ich auch lernen. Intelligenz vielleicht. Nochmal hacken. Ich glaube, Intelligenz wäre ganz gut, ne? So. Und dann brauche ich einen Kampflehrer. Lloyd war Persönlichkeit, ne? Bring mir etwas bei. Sicher! Ja! Ja, Lloyd war Persönlichkeit. Davon brauche ich aber, glaube ich, nichts, ne? Advokat, weniger für meine Verbrechen. Tierfreund. Schwächere Tiere brauche ich nicht. Emotional und ausgeglichen. Ne, von dem muss ich nichts lernen. Bring mir etwas bei. Natürlich. Der sieht aus wie ich. So, du bist es. Einmal ein bisschen mehr Schaden, bitte. Wuchtschlag könnte man auch machen. Spezialattacke benutze ich aber nicht. Dann lass mal gucken, was können wir denn noch so lernen? Ausdauer vielleicht, aber eigentlich auch nicht. Ich habe hier nichts, was ich noch bräuchte, ne? Das können wir lernen. Magie. Oder Mana. Nahkampfwaffen plus 50. Aber das wäre eigentlich auch noch eine gute Sache, ne?
Aspekt des Kriegers. Geisterwolf müsste ich auch mal machen. Giftaura. 5 Schaden pro Sekunde. Bei 10 Sekunden machst du 50 Schaden. Mehr Sprüche vielleicht. Aber Aspekt des Kriegers wäre eigentlich auch ganz interessant, ne? Plus 50 Nahkampfwaffen. Also hier nochmal plus 50. Kann man machen. Plus 50 Schaden. Auf das, was wir eh schon Schaden haben. Also Berserker-Lehrer wäre sinnvoll. Hiervon eigentlich nix. Hiervon eigentlich auch nix. Und hiervon auch nix. Überleben und Hey, ich muss mit dir reden. Ja? Ich hörte von Truppenbewegungen einiger Kampfmaschinen in Abessa. Bist du dir sicher? Es sind nur Gerüchte, aber... Jemand scheint da im Begriff zu sein, über den Pass des Zentralgebirges von Abessa zu marschieren. Wer ist das? Und wo wollen sie hin? Keine Ahnung. Sehen wir sie uns doch mal an. Moment mal. Seit wann interessieren dich ein paar Kampfmaschinen? Sind sie dir nicht zu nichtig? Raus mit der Sprache. Was weißt du noch darüber? Alexitor Parsec soll sie anführen. Ah, ein Alexitor also. Ein würdiger Gegner, der dir den nächsten Kick gibt, ja? Es ist mir völlig egal, wie du es nennst. Ich werde ihn angreifen, mit oder ohne dich. In Ordnung. Aber dann sollten wir uns beeilen. Wenn er über den Pass kommt, dann bestimmt nicht ohne Grund. Sieht ganz so aus, als wolle er das Lager der Mitte angreifen. Ich lass mir diese Gelegenheit nicht entgehen. Wenn du also dabei sein willst, dann bereite dich besser vor. Sonst bestraft dich das Leben. Na, ich bin dabei. Schnappen wir uns Alexitor Parsec, bevor er uns erwischt. Dann aber schnell, die Zeit rennt. Ja, easy. Immer drauf da. Oh, der hat einen Raketenwerfer. Das ist nicht so gut. So, dann hatten meine Scouts offenbar doch den richtigen Riecher. Du hast keine Ahnung, wie sehr du uns auf Trab gehalten hast, Jax. Der gesamte Eispalast ist auf der Suche nach dir. Ja, sieht so aus, als könntest du den gesamten Lohn für meine Ergreifung einstreichen, Parsec. Was für eine Verschwendung. Deine Effektivität als eine der unseren war überragend. Selbst bis heute immer noch unerreichbar. Wie konnte es nur so weit kommen? Schick deine Maschinen weg und ich könnte dir an meinem Lagerfeuer davon erzählen. Sehr interessant. Doch werde ich dein Angebot wohl ablehnen müssen. In deinem versteckten Lager da drüben ist es gerade eher zu ungastlich für eine solche Unterhaltung. Meine bereits entsandten Maschinen werden ziemlich sicher nicht mehr viel davon übrig lassen. Lassen wir das alberne Geplänkel. Warum reißen wir ihm nicht gleich den Kopf von seinen Schultern? Er ist nach Kallax der mächtigste der Elixitoren. Du solltest ihn nicht unterschätzen. Du hörst besser auf deinen Commander. Euch zu ergeben ist die einzige Option, die ihr noch habt. Eher sterbe ich, du Dreckskerl. Dich zerquetsche. Kallax ist tot. So nicht. Oh, toll. Ist die tot? Parsec, Junge. Voll der Schwächling. Danke, tschüss. Keine Ahnung, ob der Geisterwolf was gebracht hat.